So, da gehen wir wieder hin. Ich glaube, wenn ich mich einfach fallen lasse, das war ultra unklug. So, jetzt aber. Komm, Kamera, ich möchte was sehen. Perfekt. Übrigens, ich darf diese Dinger nicht treffen, sonst eröffnen. Also manche Explosionsdinger darf ich nicht treffen, weil sonst das passiert. Schau, wenn ich hier in die Nähe gehe, dann werde ich da rangesogen. Das heißt, ich sollte aufpassen, dass ich nur diese nicht hier an der Seite erwische. So, dass ich... Ja, das war wieder eine sehr gute Aktion von mir. Ich glaube, hier drin versteckt sich ein Power-Up für mich oder so. Aber ein Schalter, nein. Ja, den Schalter brauche ich nämlich. Und der ist richtig fies zu aktivieren, wenn man versehentlich diese Wand zerstört hat. Denn mit diesem Schalter öffnet man, soweit ich weiß, eine Tür hier. Die sollte ich nicht abknallen, diese beiden. Nein! Boah, das war nicht schlau, absolut nicht. Und hier weiter, genau. Wie muss ich hier runter? So. Da drauf. Aber ich muss da hinten zu der Rakete. Okay? Dann beweg dich mal, Plattform. Ich habe keine Lust, hier irgendwelche Stunt-Aktionen zu machen. Geht doch. Hopp, hopp. Okay, ich werde Stunt-Aktionen machen müssen. So wie es aussieht. So. Aber die Musik ist echt nice, finde ich. Also, gegen Ende ist das Spiel nochmal ein ganzes Stück besser wie am Anfang, finde ich sogar. Die Dinger explodieren übrigens mit einem ziemlich heftigen Bumm, also da sollte man auch aufpassen, wenn man sich in der Nähe befindet. Oh, das war sehr knapp. Da ist ein Schalter, damit ich es deaktivieren kann, offensichtlich. Glaube ich zumindest. Muss ich, glaube ich, auch betätigt haben. So, dass ich da drauf kann, ohne... Genau, ohne dann am Ende wieder das Ganze runterfallen zu lassen. Da dran und hier oben durch. Speichern, hurra! Diese Viecher sollte man am besten besiegen, indem man sich... Ja, da habt ihr es gesehen, die Explosion. Sollte man sich relativ nah dran stellen an diese Viecher. Denn sonst mögen die es sehr... Okay, die da oben schießen nur nach da. Die können mir also gestohlen bleiben. So. Diese Viecher, die manchmal ihren Kopf einziehen, sind extrem schwer mit Schüssen zu treffen, weil sie meistens den Kopf vorher einziehen. Außer sie schießen gerade und dann haben sie dich in der Regel schon getroffen. Das heißt, die schlauste Möglichkeit in so einer Situation ist, einfach nah ranzugehen. Dann benutzt Tails Maschine so eine Art Faust, die sie schießen kann. Und da könnt ihr nichts mehr dagegen tun, die Viecher. Was ist hinter dieser Tür? Ich möchte es wissen. So, ich will jetzt wissen, was da hinter der Tür ist. Zu. Gibt es irgendwo einen Schalter? Ne, ich sehe nichts. Verdammt, können wir nichts gegen tun. So. Das hätte ich nicht machen sollen. Oh nein! Dieser blöde Sprungbug. Ich lasse mich fallen. Das hat eh keinen Sinn. Oh Mann. Das ist frustrierend. Ich habe A gedrückt. Wirklich. So. Diesmal schieße ich nur dieses Vieh ab. Dieses da hinten. Nein. Ey, dieser Zielmechanismus ist echt grausam. So. Hüpf. Danke. Gibt es hier noch irgendwas anderes, was ich zerstören muss oder so? Wahrscheinlich war das jetzt wieder kurz vor Schluss, wo ich krepiert bin. So wie ich es immer tue. Was soll das denn? Mann! Wo kommt das alles her? Das würde ich echt gern wissen. So, hier, Inter. Gut. Kamera umdrehen, los. Ich will wissen, was hier los ist. Ach, oh. Ich bin zurückgegangen, das gibt's doch nicht. Mein Leben geht sowas von runter hier. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Schüsse herkommen. Die Musik ist zwar richtig gut, aber trotzdem ist das Spiel gerade unfair zu mir. So. Und ich bin zu schlecht, aber das will ich nicht wahrhaben. Also sage ich, das Spiel ist unfair. Hier hoch. Uah. Also das hier oben ist echt wieder
Ich will nicht schießen, weil sonst... Na, Checkpoint, hurra. Ich glaube, ich sterbe gleich wieder. Aber da muss ich... Ja, die lassen mich ständig schießen, damit ich die Gegner abschieße. Weil entweder falle ich da runter, weil ich treffe. Oder ich sterbe, weil die Gegner mich abschießen. Das ist sowas von frustrierend. Das ist nicht mehr in Ordnung. So. Egal jetzt. So, wie komme ich da hoch? Ja, dass die Tür verschlossen ist, musst du mir nicht sagen. Wie komme ich da bitte hoch? Ja, okay, muss ich wohl runter. So. Klack. Was ist das da oben überhaupt? Was sind das für Viecher? So. Ich drehe mal die Kamera. Das Gemeine ist, wenn ich die Kamera gedreht habe, dann ändert sie sich automatisch wieder zurück, wenn ich zur Seite. Ach, das, die Plattform geht nach oben. So sagt das mir niemand. So. Die bringt mich dann auch wahrscheinlich auf zu dem Schalter. Und eigentlich hätte ich vorher einfach nicht die Plattform zerstören können, dann hätte ich sofort den Schalter drücken können. Oder auch nicht. So. Bazooka. Was bringt mir die Bazooka? Los, sag es mir, Spiel. Du kannst Stahlcontainer aufbrechen, die du vorher nicht knacken konntest. Na, das kann ich jetzt auch mit Tails, das ist gut. Das heißt, ich kann diese Wand aus Stahlcontainern kaputt machen. Ich dann hier... Nein, ich werde nichts abschießen. Egal, was hier... Wieso kommen wir mal... Okay, ich habe was abgeschossen. Verdammt! Ah, sowas kommt total unerwartet. Ah, Mann! Also das war echt gemein gerade. Ich schieße nie wieder in diesen Räumen. Nie, nie wieder. So. Habe ich dieses Power-Up noch? Ja, ich habe das Power-Up noch. Ich muss ja nur noch schauen, dass ich ein paar Ringe finde. Ist hier drin irgendwas? Eine Plattform. Und da sind auch noch mal Ringe, die will ich mal noch holen. Dass ich jetzt nicht gleich sterbe. Weil sterben ist nicht cool. So. Ich werde nicht schießen. Nein. Wenn noch so viele Gegner hier reinkommen. So, nur dieses Vieh abschießen. Und meine Ringe einsammeln wieder. Gut. Puh. Das war echt gemein gerade. So. Wir haben nur noch 0 Leben. Das ist nicht gut. Wenn ich noch einmal sterbe, bin ich Game Over. Da helfen mir die ganzen Checkpoints auch nicht. Ach, hier fliege ich. Okay. Ja, was soll ich machen? Ich kann nichts dagegen tun, dass die mich abknallen, verdammter Mist. Weil Anvisieren geht mit dem Laser schwer, wenn man sich ständig im Kreis dreht. Ups, das war knapp. Was soll ich denn da tun? Ich habe schon B gemasht. So, ich versuche hier... Ich weiß nicht, ob ich hier einen Safe Spot gefunden habe, deshalb werde ich mich hier langsam runtergleiten lassen. So, und den soll ich treffen wahrscheinlich. Drauf. So, jetzt muss ich da alles zerstören. Das ist wohl der Power Supply von der Space Colony Arc. Jetzt komm schon. Zerstören. Da unten, genau. Da hinten. Ah. Danke. Jetzt bloß nicht runterfallen. Uff. Gut, ich glaube, das war das letzte Level mit Tails. Und da bin ich auch echt glücklich drüber, dass ich das jetzt hinter mir hab. Gegen Anfang ging's dann noch, aber gegen Ende, naja, den Rang E habe ich mir echt verdient. Oh Mann, was ich euch hier zumute an spielerischem Können, das ist nicht mehr in Ordnung.
Was kommt als nächstes? Ciao, World. Komm schon. Helikopter Tails. So. Ja, jetzt haben wir wieder ein paar Stäbchen, die können wir unserem Gorilla-Typi geben. Wo ist er denn? Wo ist er? Boah, das entspannt mal wieder hier drin. Im Gegensatz zu diesen ganzen Maschinenlevels. Da ist er. Der Gorilla, ciao. Du kriegst jetzt wieder ein paar Power-Ups. Hier. Und da kriegst du noch eins. Und da kriegst du noch eins. Oh, noch eins? Vielleicht kann der bald mal rennen. Hier sind zwei Rennstäbchen dabei. So. Und jetzt gehe ich wieder. Die Tiere machen zwar sehr viel von den Stats dazu, aber na... Das Aussehen ist einfach grausam, was dadurch kommt. In der Raumkolonie Ark. Cannon Countdown, 45 Minuten. Okay, Sonic. Now put that emerald... Tails. Tell Sonic to meet you back at the research facility. Sonic, Amy is... I didn't get that, Tails. What happened to Amy?